Moin Moin, ihr seid hier auf dem Channel Mio's Gravity und heute geht es eine neue Folge der Road to LM-Reihe und heute geht es endlich zum Deadlift RP-Test. Ja, ich habe wieder geballert. Es wurden wieder keine RP9. Es war schon gut, schwer. Es war jetzt aber, weiß nicht, ob es eine RP9 war. Es ist schwierig abzuschätzen, weil ich hatte ein 1x1, also nur eine Rap, das, was ich am liebsten mag, zu tun auf dem Trainingsplan. Und ja, wir starten jetzt aber erstmal am ersten Tag. Am ersten Tag habe ich erstmal nochmal leicht gebeugt. Also war jetzt nicht die krasse Vorbelastung vom Beugen. Ich glaube, 150 Kilo war das Maximalgewicht da, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Und dann hatte ich am nächsten Tag halt den RP-Test im Deadliften. Und bin auf 315 Kilo insgesamt gekommen, was schon mal ein krasser PR ist. Mit der Rogue Ohio Power Bar, mit Competition Plates zumindest so viel, wie wir haben. Wir haben insgesamt, wie viel haben wir insgesamt? Wir haben ja eigentlich mit Stange wären es 320 Kilo, aber die kann man nicht immer halt komplett nehmen. Ich glaube, da war eine gusseiserne 20er drauf, aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun, sage ich mal. Und die ging eigentlich ganz gut hoch. An meiner Deadlift-Technik bin ich gerade auch am Arbeiten, weil die hat wahrscheinlich auch das, also das haben zumindest viele gesehen, dieses Video von JP Coachy. Ich verlinke das hier unten mal mit dem Zurücklehnen beim Deadliften. Ich habe das gar nicht auf die Kette bekommen am Anfang, überhaupt nicht. Es sah eine Katastrophe aus, als ich es versucht habe. Aber wenn man weiß, wie man das zu tun hat, ist das eigentlich ein ganz nicer Cue. Mittlerweile habe ich auch, ich bin jetzt schon mal ein bisschen weiter, ich nehme das ja immer im Nachhinein auf, habe ich noch ein bisschen was an meinem Deadlift-Setup so geändert, um dort besser reinzukommen und das hat es auch gebracht, also Deadlifts laufen noch besser jetzt, aber genau, da habe ich auch schon ein bisschen damit angefangen bei diesen 315 damit und also den Arsch im Prinzip weiter rauszusetzen, damit die Knie nicht so weit nach vorne kommen, dass man die Stange auf keinen Fall nach vorne schiebt. Das ist ja auch immer ein Problem von mir gewesen, dass ich vor allen Dingen mit der Hand im Untergriff, okay, das haben wir noch nicht gut geklärt, weil der Hook Grip immer noch scheiße ist. Auf jeden Fall, genau, dass ich die Stange halt immer so wegschiebe, vor allen Dingen mit der Hand, die im Untergriff ist. Und das kommt auch davon, dass man teilweise zu weit, die Schultern zu weit vorne hat und dann, wenn man anzieht, die Stange einfach nach vorne schwingt. Und dann auch so ein bisschen überschwingt und das zieht einen dann unglaublich runter, weil der Momentenarm, der dadurch größer wird, ist bei hohen Lasten einfach, kann man einfach nicht halten. Und deshalb ist das ein wichtiger Cue, so, den ich dann auch irgendwann gerafft habe, wie man den anzuwenden hat. Und genau, mittlerweile läuft das ganz gut. Aber jetzt zu dem Deadlift RP-Test, das war auf jeden Fall ein nices Ding. 315 Kilo ist auf jeden Fall ein PR für mich. Habe ich bisher so nur mit Gürtel, ohne Straps und so weiter und so fort noch nie gehoben. Und ich bin gespannt, was dann jetzt an der Landesmeisterschaft geht. Ich will natürlich nicht mit 315 openen, aber da wird schon so, also 317,5, wenn nicht alles falsch läuft, irgendwie beim Kniebeugen und Bankdrücken und Deadlift Warm-Up natürlich auch, sollten schon fallen. Also die 700 Pounds sind endlich mal fällig, würde ich mal sagen. Die schon lange fällig sind. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch 320 Kilo oder sowas. Auf jeden Fall, damit wäre ich super zufrieden. Nochmal jetzt zur NBM, zur Nordbayerischen Meisterschaft, die ja Dezember 2016 war, jetzt bis Mai 2017 nochmal 10, 15 Kilo auf meinen Deadlift draufzupacken, das wäre schon geil. Das würde ich mich schon freuen. Auf jeden Fall, ja, wie ging es in der Woche weiter? Am Tag danach habe ich noch relativ schwer gekniebeugt. Okay, 200 Kilo, wo ging jetzt? Genau, die kam danach auch. Ich war jetzt nicht so mega zerstört danach. Es ging, es hat sich in Grenzen gehalten. Und sonst in der Woche war es jetzt eigentlich nicht mehr krass. Also das ist jetzt erstmal Entspannung. Jetzt, in der nächsten Woche, kommt jetzt schon wieder ein AMRAP-Test. Und wieso? Wir haben jetzt so einen etwas komplizierteren Deload gemacht. Wir haben teilweise irgendwas gedeloadet. Der hat so ein bisschen ausgemaxt.
Bench so ein bisschen defensiv gedeloadet, Squat auch so ein bisschen. Das ist jetzt alles so ein bisschen komplizierter gebaut von Julian von der Dedicated Sports, der meinen Trainingsplan macht und der mich coacht. Und ja, genau, da haben wir jetzt in der nächsten Woche trotzdem noch ein M-Rap im Beugen mit 225 Kilo, glaube ich, und ein M-Rap im Benchen mit 150 Kilo. Und mit den 150 Kilo hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, da gibt es nur zwei Optionen, entweder zwei oder drei Raps, weil vier werde ich sowieso nicht schaffen. Eine, wenn ich nur eine schaffe, wäre es peinlich. Und ich denke mal, zwei oder drei Raps kommen dort raus. Und da werden wir mal gucken, wie viel da rauskommen. Und ja, aber mit dem Deadlift bin ich jetzt erstmal zufrieden. Und jetzt geht es so langsam an die Landesmeisterschaft. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Wird ja wahrscheinlich, denke ich mal, schon über zwei Tage stattfinden, weil wir alleine schon vom Aachener Kraftsportverein hier, wo ich übrigens immer filme. Ihr könnt uns gerne mal besuchen, natürlich, auf Facebook, Instagram oder in Real oder auf unserer Webseite, natürlich auch. Ich verlinke die auch mal unten. Und ja. Genau, wir melden allein schon einige Starter bei uns. Viele haben Bock zu starten, was ich sehr, sehr geil finde, den Sport ein bisschen zu supporten und ein bisschen größer zu machen natürlich. Und da schauen wir mal, was da geht. Ich denke mal, das wird schon über zwei Tage dann gehen und dann mal gucken. Da geht wahrscheinlich einiges und ja, ich bin gespannt, was die Total-Progression sagt, weil, wisst ja, es ist egal, ob man Sumo oder Conventional zieht. Hallo, lift you up. Es ist nur von Belang, wie hoch das Total ist. Ne? So, mit dem Rant lasse ich euch einfach mal in die Woche oder ins Wochenende, egal wann auch immer ihr das guckt. Und hoffentlich macht ihr viele gute Gains und liked das Video, schreibt einen Kommentar, lasst ein Abo da, ganz wichtig, und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yo!